Diese Botschaft wird für ihr gebracht über Lebenskirche in Nuevo Ideal Durango. Wir sind eine Kirche, die sich auf dem Ziel gesetzt, Gott zu leben, die Kirche zu dienen und die Welt zu beeinflussen für Jesus. Und uns Verlangen ist, dass du wirst gesehen und abgebüht worden, wo immer du bist in dem geistlichen Leben. Was von Gott am Morgen, nicht? Jemand sieht von der Bühne jeweilig Schmack. Ich weiß nicht, ob es das, wenn sie so schaftig sind oder wenn sie gekämmt haben, aber jemand sieht Schmack. Ich glaube, es ist sehr stark zu hören, dass Gott wird von dir zu dir vertrauen. Du bist nicht bloß in die Tür gekommen, um hier sitzen. Du bist nicht bloß in die Tür gekommen, um hier nischieren. Gott ist ein persönlicher Gott. Gott läuft uns alle. Gott will persönlich sein mit dir. Der will persönlich sein mit mir. Und wenn wir uns heute aufmerken, dass kein anderer wahr ist, dass Gott wird persönlich zu uns vertrauen, von der es mir ist. Ich war mit diesem Vers von der Anfang in Römer 12, Vers 16, der sagt, lebt in Einigkeit unseren Onda. Sag mal mit mir, unseren Onda. Der sagt, lebt in Einigkeit unseren Onda. Denk von uns selbst nicht hochrüht. Gebt ihn auch mit dir auf, der du lehrst tun. Und hält ihn selbst, oder hält ihn nicht selbst für klug. Das ist ein wunderbarer Vers, wo ich gleich uns mit Motto merken von der Osmaris. Wir haben eine Reihe von Botschaften angefangen. Für diesen Tag wird wir nennen, wie sind die Kirche? Und das ist wie sehr spezifisch mit, oder das ist wie sehr klar mit, wie meinst du mit? Nicht, dass wir die einzige reichte Kirche auf der Welt oder in dieser Kolonie sind, das ist nicht, was wir meinen. Wir meinen bloß einfach, dass wir sind taub aus einer Gruppe. Das hat nicht zu tun mit dir, das hat nicht zu tun mit mir, das hat zu tun mit uns, alle taub aus einer Gruppe. Und das ist sehr wichtig zu uns. Fehlt mal, oder fehlt sind auch dann verteilt, wie ganz kalt von, wo wichtig das ist, dass wenn wir aus einer Kirche wollen, uns dein, oder aus einer Kirche wollen, taub schaffen, dann muss wir live haben. Wir sehen, wenn wir live würden wollen, mit Gott rüht nehmen, was nicht möglich ist, aber wenn wir live würden, mit Gott rüht nehmen, dann würde Gott abhören mit existieren. Wenn Leib nicht Port ist von Gott sein Körper oder Jesus sein Körper auf dieser Welt, wenn Leib nicht Port ist von der Kirche, dann soll die Kirche erdären zu merken. Dann soll die Kirche nicht existieren. Gott ist Leib und du wehen sehr wie Leib. Wir leben Gott, wenn er von uns erst geläuft. Und wir leben mit dort unsere Nobisch, unsere Brüder und Sestern. Und von der auch, werden wir in der zweiten Port gehen von dieser Reihe von Botschaften und nennen wie Einigkeit oder wie sind uns unseren Ohren einig. Und das ist uns sehr wichtig, bitte jeweilig wichtig aus New York. Was mir angeht, von der Eier, wie anfangen, ich würde gleich nicht, die würden jene Üben zu merken oder Hänge abheben oder was immer die wollen, aber ich würde gleich mit YouTube zu beten, Eier, wie anfangen. Wenn das ein Timer, wo du nicht bloß ein Timer hast, das ist ein Timer, wo du nicht bloß wird sein, ich wünsche, wir würden persönlich Gott luten von der zu uns reden, wenn das Gott wichtig und so uns wichtig sein aus New York. Jesus, wie freuen uns, dass du hier von der mit uns taub bist. Und mit dort volle Vertrauen werden wir auch die Leute zu uns vertrauen von dir. Wir werden ganz genau, dass die in Wort das Wort hätten, die uns versprechen, niemals einen Tag allein zu leuten. Und wir werden wo wichtig, dass es zu dir, dass wir nicht schwach sind, was du einig ist. 2000 Jahre Treus, die auf dieser Welt wirst, dann betest du sei ernstlich zu deinem Vater für uns. Und du wirst haben, dass wir uns allen einig sind. Wir werden dort das Gebet, was erfüllt worden, wenn wir wollen, wellig sein zu horchen. Wenn wir wollen wellig sein, dort ernst zu nehmen, so steht es. Und ich bete, dass Einigkeit wird nicht bloß ein Ding sein, was wir wollen anfangen zu glauben. Ich bete, dass Einigkeit wird nicht bloß ein Ding in unsere List sein, was wir wollen tun. Aber Leute, dass hoch in unsere List in uns Wort eingeschrieben worden. Wo du von dir uns dort sein, wo uns fehlt zu sein, dass wir nicht bloß die Schuld gefallen, aber die Mut wollen wollen Einigkeit in diese Kirche schaffen und Einigkeit zu bewahren. Wie frei und dir dort wirst du in Jesus sein Namen. Amen. Das ist eine Gruppe von Menschen, und ich weiß, wie es mir nicht gleich nicht sei, von Krieg zu vertrauen, wenn wir proben, so weit weich zu bleiben zu fahren. Wir haben keine Kämpfe, wir kämpfen keinmal. Aber das ist eine Gruppe von Menschen, wo du drehen in Geschichte, sei er bekannt erst, das sind römische Soldaten, und die sind sehr bekannt für wo stark, wo kraftvoll und wo gefährlich deine Welt wird. Zu der Zeit, aus der Römer leben oder die Welt unter sich hatten, hat wir so eine starke Soldaten, dass die hatten die ganze bekannte Welt zu der Zeit unter ihre Macht.
Er hat ein Land nur Land, Volk nur Volk angenommen. Wenn er wie ein starker Soldat, und du sind viele Geschichten, wo an sein und wo ihr wollt, ich gefährlich diese Soldaten wären. Du sind Geschichten, wo wie klar sein, dort, wenn die jenen Volk kommen, ein oder andere, wenn das Volk ist Sache, oder wenn das Volk ist Sache, wo die römischen Soldaten fährten, die würden ihre Kriegsgerätschaft fallen lassen, die würden ihre Hänge abheben und sein, wie wollen nicht jenen fährten. Das Letzte, was wir wollen, ist ein Trouble mit den römischen Soldaten. Wenn wir ein Fehlton, gefährliche Menschen, wir wollen uns zu Sklaven unjenigen stellen, wir wollen tun, was wir wollen haben, aber wir wollen nicht jenigen sein. In einem war es, wie alle wehen, dass wir zwei Dinge, was diese römischen Soldaten so bieten, die wir nicht stark machen. Eins ist, dass wir konzentriert, bieten, die wir nicht gefokust, und zwei ist, dass wir eine Einigkeit unter sich. Das ist das Gratze, zwei Dinge, was wir immer waren von diesen Soldaten fing. Diese kleinen Jungs, die in der römischen Kultur abwachsen, die müssen von 6 Jahren an alle Tag training, die müssen üben, dass die würden konzentriert sein, dass wir den Feind gewinnen. Die würden Büter gewöhnlich konzentriert, dass die würden den Feind gewinnen. Und Büter gewöhnlich konzentriert, dass die Erbrüder würden und ihr Städten. Dort wären zwei von den ganz geratzten Dingen. Die haben dort klar, dass ans Schwert ist für ans Feind, ans Schild ist für ans Bruder. Die haben sehr starke Weapons oder Kriegsgerätschaft, aber dort haben die immer klar gemerkt von klein an, dass wir niemals für ihre Freunde oder Bruder. Dort wir für den Feind. Aber die haben diese große Schilder, diese große Shields, die sie haben, wo sie sich hier verstärken, die aus einer Gruppe von Soldaten, wenn die Enemies oder die Feinde kommen, und die würden sich alle am sich bewahren, nicht bloß für sich, nicht bloß selbst, aber ihren Taub zu bewahren. Und dort mögen sie so gewaltig stark. Ich will von dir sagen, dass wo immer auf dieser Welt eine Geschichte oder von dir eine Gruppe ist, wo die zwei Dinge haben, ihr fokust oder ihr konzentriert und einig, dass eine Büte gewöhnlich gefährliche Gruppe. So steht wie in der Soldaten zu der Tiet, so steht wie die erste Kirche zu jener Tiet. Wie fängt in der Apostelgeschichte, das sagt, dass die werden sich einig, die werden ein Brot brechen, eine Gemeinschaft, eine Apostelie, ein Gebet, die werden eine Kirche. In der Welt, die grüßt sich für diese erste Christen, wenn die haben Einigkeit und die werden an Jesus konzentriert, die werden gefokust. Die haben keine Zahl, sie kommen. Und mir geht von dir, zu uns ist eine Kirche zu sein, und dort ist, was wir wollen brücken, um eine Kirche zu sein, wo du wort nicht Land annehmen, aber Gott sie in Kernekrieg luten wussten. Wo ein Sultan sie in Kernekrieg nennen kommen, und blieben, und wussten, und groß waren, ab weh, was wir uns nie nicht fähiggestellt haben. Nun, mir geht ganz kurz, wo ich fehlt mal da, nach einmal zu wiederholen, und eine Klimatite unternehmen. Wie man verstehen, dass eine Kirche dort ein Kind Gottes sein oder ein Christ sein, hat nichts zu tun mit allein sein. Dort darf nicht sein, dass ein Christ sein und ich weiß, wo allein wohnen. Dort darf nicht sein, dass ich an Jesus glauben, aber ich will nicht Part sein von den anderen Glieder. Nur, dass du ein Papier kriegst oder dass du Gliederschaft in eine lokale Kirche annimmst oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wir wollen Part von den Körper, den Tag, wo wir uns bekehren. Dort darf nicht sein, dass ein Christentum sind Menschen, wo du allein leben. Wie Brücken uns unter anderen waren, das ist nicht bloß ein Ding, was Jesus will haben, dass wir uns hier mal tun, an den Verhältnissen mit Christen, das ist nicht ein Ding, was Gott will, was haben wir sollen, nur ernst nehmen, dort ist Buben und Gott seine List und dann seine Priority List, dort wir sollen unsere Verhältnisse mit anderen Christen sehr ernst nehmen. Wir sollen damit schaffen, das ist wichtig zu Gott. Wir hatten fehlt mal, nicht fehlt mal, ein paar sind ja drei, weil ich noch eine gute Botschaft von uns Lehrer Band, was uns von Nehemiah vertellen wird. Und ich weiß nicht, wenn die drei denken, dass das Nehemiah, das ist ein Babyloner, das ist ein persisches Land versklavt, oder eine Sklaverei mit Hand genommen, sie in Volk wings. Und was wir müssen verstehen, ist, dass der kommt einen Tag für Gott und der sagt zu Gott, wie haben wir sündig? Und der redet nicht von sich, der redet nicht von Jahren, der redet nicht Rechten, der sagt, wie haben wir sündig? Und wir müssen verstehen, dass das Nehemiah, der wir nicht graut, aus der hat nicht 70 Jahre drei tun, wo der Volk Israel hat, oder wie ein kleiner Junge, oder vielleicht noch nicht mal geboren. Aber woran der sagt, wie haben wir sündig? Es wäre von der erste Port von dem Volk Israel und was immer in dem Volk Israel passiert ist, dort ist mir, das ist uns, das ist wir. Und wie sein dort immer war, auch im Old Testament, dort Gott ist dort wichtig, dort wenn du ihr Port von
eine Community bist, oder Part von einem Volk bist, dann bist du verantwortlich für was du bist jetzt. Das ist nicht die oder mir, das ist uns. Wir haben eine andere Geschichte in Jesua Kapitel 7, wo Jesua immer das Volk Israel in Kanaan entkämpft, den er in einer Stadt oder ohne Stadt war, der eine gewollte Sieg, was er hat, in dieser großen Städte, in der Jewen dort alle. Aber dann hat immer kommen, immer eine kleine Stadt, die Stadt heißt Ai, und du wollen sie nennen, und sie glauben, sie wollen ein Gott kennen. Und diese kleine Stadt, die Jewen, das Volk Israel, die Israeliten waren dran, die merken viele von den Toten, und die haben verspielt. Jesua kommt in den Garten und sagt, was geht an? Ich dachte, wie wir ein Freund. Und dann sagt Gott, die haben gesinnig. Jesua sagt, wir haben euch gesinnig. Gott sagt, die haben gesinnig. Und dann fängt er an, Utefing, wo du an, jetzt nicht so ein von den Soldaten. Das ist nicht ein Lehrer, das ist nicht ein sehr rutschsteckender Mann, aber das ist ein von den Jungs, der hat sich was genommen oder gestohlen, was er nicht soll, was Gott sagt, klar, mir, die soll nicht. Und das ganze Volk Israel, der verspielt im Krieg, wie ein Jung. Nun, im Alten Testament, wo ein Volk taub ist, wenn Gott das so sehr klar merkt, dass das Problem, was ich habe, das ist unser Problem, das Problem, was du hast, ist nicht dein Problem, wie kann ich so denken, dass wenn du kämpfen lässt mit Worten, du wirst dich damit weiten. Wir sind eine Gruppe. Besonders im Neuen Testament, wo wir nicht bloß ein Volk sind, aber wir sind ein Körper. Wir sind ein Körper mit Glieder und Jesus ihn Haupt. Und ich kenne, was das Vers sagt in Römer 12, Vers 5 und 6, oder 4 und 5. Der sagt, so ist wie an einen Körper viele Glieder haben, in die Glieder aber nicht alle dasselbe zu tun haben. Nicht der redet von dem physischen Körper. Der redet von, wo unsere Glieder top schaffen tun. Ja? Unsere Glieder, die schaffen taub und ein Körper wie Brücken ans Union unter. Ohne Schwur, wie nicht schaffen. Ja? Der sagt, so sind wir, nicht ich, aber wie, was sagen wir? Der sagt, fehle ein Körper in Christus. In unseren Ohren, sag ich mal mit unseren Ohren, was sagen wir? Der sagt, wir sind unseren Ohren Glieder und einen Körper. Nun, mag, was der hier sagt, der sagt, wir sind Glieder und der Haupt und Jesus, aber wir sind auch Glieder unseren Ohren. Nicht bloß Jesus kämpft nicht, nun, Gott bleibt immer Gott, kann ich noch was überstehen, werde klar haben. Aber nicht bloß Jesus will die Brücken, aber Jesus will haben, wie sollen uns am sich Brücken. Wir können nicht vor dich kommen in das Leben, wenn wir nicht dort hoch auf unsere Listen abschrieben sein und wir sind Glieder, aus den Papier hast sie kriegen oder nicht. Du in Acts sind Port geworden von wie, wo immer du dann gehirscht oder wo immer du dann mitschaffen ist. Ich weiß nicht, Simon, gedacht haben, von wo der herkommt, aber wir glauben immer, wir kommen alle Töpfe in den Chork und du, wo wir uns einig sind, aber wir sind alle Töpfe in den Chork. Weißt du, von wo das Wort Chork kommt? Ich habe hier die Chork, das ist ein Klima besser, wenn die Sprecher sind, ein Klima daller Original aus Plotich, aber wenn ich Jesus in mein Hort habe, dann ist Jesus meiner. Ich habe hier die Chork, wie das Jesus ist mein. Wenn kein anderer Mensch Jesus in Hort hat, dann ist Jesus meiner ganz allein. Ja? Wenn ich noch einer, wie immer unter dieser Sonne, auch noch Jesus in Hort habe, dann ist Jesus nicht mehr meiner, dann ist der unser. Ja? Und dort wird dann wie ein Püchtitsch gemein. Nun habe ich Jesus gemein, wir haben Jesus in Kommen. Wenn du kommst, das Wort Gemeinde oder Community oder im Reich Kommunität her. Wir glauben immer, eine Kommunität oder eine Community ist eine Gruppe von Menschen, die alle ihre Kleider anhaben oder vielleicht Käse merken oder wer weiß, was wie eine Community nah nicht. Aber eine Community ist eine Gruppe von Menschen, wo du in Kommen haben und wo wir überein haben, ist Jesus. Wo wir überein haben, ist Jesus. Und du kennst das Wort Gemeinde von her. Nun, wie weit, wenn wir diese Dinge sein, dann weit wir dort, wie sollen wir uns einig sein? Wir sind eine Community, wir leben taub und wir sollen uns einig sein, wenn wir sind nicht Chork. Kriegen und du wirst eine lokale Chork, die hier, wir sind eine universelle Chork taub und Jesus in Körper. Aber das Problem ist, nicht, weil wir alle, Einigkeit ist nicht ganz so leicht, das ist nicht ganz so einfach, als ob wir uns heute feststellt. Wir glauben, wir brauchen bloß einmal mit Jesus in Blut reingewaschen sein und dass er ihr Wort alle kommt. Das geht nicht. Einigkeit ist eine Verantwortung, das ist eine Verpflichtung, was wir mit einem Säuer hoch an unsere Listen geschrieben. Ihr habt vielleicht von dessen einen Mann gehört, der versucht, Tieren Tum zu merken. Einmal gehört, der hat ein großes Klutje. Und der versucht, seine Tieren mal zu belehren. Und der hat einen Dollar Hund, einen Dollar Kutter, was sich immer jagen. Dann stoppt er den und nennt, und der hat eine lange Zeit, was dort erregt, aber der regt den Tum zu merken, dass er sich wurden. Und die fangen sich an zu gleichen, die fangen sich an Gott zu sein, die Hunden, die Kutter.
Und aus der langen Zeit, die du bei mir hast, man einmal, dass du einen Wolf nennst, dachte sie, das wollte ich voll bringen, die Deut. Dass wir Schwan, aber die Wolf und die Kuta und die Hund, die können top leben. Und dann dachte du einen Hahn nennen. Und die können dort auch noch voll bringen. Und neben dem, der hat einen ganzen Klut von mir und meinen Tieren. Und einen Tag, dachte du verschiedene Türkenglieder nennen, von verschiedenen Türken. Und guess what? Nächsten Tag, Mars, wir sind alle dort. Nee, das ist nicht ein ferner Joke, aber wie weit in der Joke sind, bloß du wen fand ich, wenn du es mit Wahrheit bin, nicht? Das sei ja leicht, dass wir uns Kirchenglieder an uns dort tun. Nun werden wir nicht die Kirche raufstempeln. Ich will zwei Ursachen geben, warum die Kirche sich dort tut, warum besonders christliche Kirchen sich sehr leicht können an einig sein. Nummer eins, wir sind verbrechene Menschen. Der Körper Christi ist nicht ein perfekter Körper, was hier auf der Welt lebt. Wir sind verbrechene Menschen, wo du mit an sie eine Weide, mit an sie eine Vergangenheit, mit an sie eine Sinn gewaschen von Jesus, topkum. Und wir müssen uns nicht mit all unseren Hintergründen, mit all unseren Weide, mit all diesen Dingen versuchen, einig zu sein. Aber das zweite Ding ist, kein Mensch oder keine Gruppe ohne diese Saison schafft so dicht taub als die Christen tun. Nun, ich jage mich niemals mit den Frühjahrs in Afrika. Wir sind so wie ein, aber meine Frühtüßen Hüß jage ich mich noch hier mal. Wir sind so dicht taub. Wir rübbeln uns. Und wenn wir nicht durchstempeln sein, die Christ, Jesus in den Körper hält nicht an. Dort braucht eine bittergeweinliche Verantwortung oder Verpflichtung, wenn wir als Kinder Gottes wollen taub schaffen und nicht bloß weich ran sein. Wenn ich Trouble habe mit dir, dann gut die dienen weich. Wir wollen taub sein und wir wollen auch mit uns schaffen. Und du, wir kriegen nun, wo verschieden wir sind, kriegen nun, wer wir sind. Wir haben ein Value, wo uns sehr wichtig ist an unserer Kirche. Und du sagst, wie Gott sehend Einigkeit. Gott sehend eine Kirche, wo du Einigkeit hast. Aber wir wollen mit dem Streben, wir wollen mit dem Kämpfen. Wir haben drei harte Dinge zu sein von dir, was wir brauchen haben. Ich will sehr klar merken, eine Kirche braucht nicht überein sein, um einig zu sein. Unity is not uniformity. Aber drei Dinge müssen wir unbedingt überein haben, dass wir keine Kirche sein, was dann Einigkeit schaffen wird. Ich habe die Hohen nicht gedacht, wenn diese drei Dinge müssen überein sein. Das erste ist, wir müssen überein Feind haben, und wenn wir klar haben, der Feind ist nicht mein Bruder, das ist nicht meine Schwester, der Feind ist so tun. Und wir haben diesen Feind in common. Und wenn, immer uns, wenn wir einen common enemy haben, wenn wir einen Feind haben, was wir überein haben, dann waren wir uns einig. Je war in sehr gut, wo die Deiden waren, die abwussten Deiden, und je immer mit ihren Geschwistern jagten Deiden nicht. Und die jagten und jagten und jagten. Und man immer kämpft den Nubasche Jungen, weil die ihren Geschwister weidern. Dann war es sehr gut, wo der Enemy ist. Man immer wusste, die Bruder, die in der Sester, bist du nicht, wo wir jeden Nubasche Jungen oder Nubasche Mial jagten. Ja? Wenn wir einen common enemy haben, wenn uns Feind der Selzie ist, dann waren wir uns einig. Weil je nach der Geschichte, wo Pilatus und das andere Gouverneur sich einig waren, in einem Tag, wegen der werden sich einmal da was, und niemand einmal den Tag, wo die Jesus wollen kriegen, wegen Jesus wie der Enemy, die werden sich einig, dort schaffst du es dort. Wenn du einen common enemy hast, dann musst du dich einig werden. Und so schwer ist, wie weit du ans Feind groß genug hast und stark genug hast, dann musst du abhören, zu denken, dass ich von meinem Bruder, meine Schwester fährt, und niemand wie taub stehen, um den Feind jachten oder Feind fährten. Ich habe jeden von Jahr zu, dass wir aber je weiter vielleicht trainen, je schäf, wo vielleicht wieder 2011, wo du mal mehrere, sehr drei Jahre hier wären in dieser Umgebung, denke ich dort. Ich sage mal, von der ersten Tag dankbar für viele Pastores, was hier in dieser Kolonie, wie ein Pastor Hahn, wie ein von den großen Schlädels, die Gott brücken, die um Einigkeit, man die verschiedenen Pastores merken. Und wir wissen sehr gut, dass wir zwei Dinge haben, die wir müssen haben. Wir müssen Rehen haben und wir müssen jährlichen Seen haben in dieser Kolonie, in dieser Städten. Und wo viele Pastors, du musst immer anfangen, taub zu kommen, wir reden nicht über eine Sprache, wir reden nicht von einer Kirche, nicht mal über eine Denomination, aber wir kommen taub, wahrer und wahrer und wahrer. Und wir wissen gut, wir müssen unsere Verschiedenheit und Siedlung nehmen, wir würden uns jagen, aber wir kommen taub zum Beten und Prachen und Gott wird sehen. Wenn wir ihr schweiten, dass wir einen Enemy haben, der groß genug ist, und dass wir uns nicht können selbst halten, dann war immer weit wieder, mein Bruder ist gleich mein Feind. In Epheser Kapitel 6 sage ich uns sehr klar, dass wir haben jeden gewollt, bei sich jetzt in der Himmelswelt zu kämpfen, aber nicht jeden Fleisch und Blut. Uns Kampf ist niemals Fleisch und Blut. Dort meint, du hast noch niemals einen Bruder und Schwester oder keinen Mensch auf dieser Welt gesehen, der wirklich dein Feind ist. Keinmal.
Dein Schwert ist für den Feind, dein Schild ist für den Bruder. Das soll immer, immer so statt sein. Nun, wo Kirchen geboren wurden oder wo Kirchen gegründet wurden? Die waren nie nicht von einer Person gegründet, wo du sagst, ich will eine Kirche anfangen und ich will die merken wissen, wir sollten tun, dass du keiner kommst, wir sollten tun, dass ich allein sein, aber ich will eine Kirche merken wissen. So dort waren Kirchen kommen und gegründet. Eine Kirche wird immer in Einigkeit gegründet. Das ist eine Gruppe von Menschen, wo du ein Ziel hast, wo du eine Vision hast, wo du den selben Enemy hast und die sollen dort wie Matten wird in dieser Umgebung tun. So wird eine gute Kirche immer gegründet. Aber wisst ihr, wo gute Kirchen gestorben? In Kirchen gestorben alle wegen uns. Und in 2008, dann wird gesagt, wie ich nehme das Nummer von der Städtswein, du wirst viel mehr sonst dort gefangen, aber in 2008 wird gesagt, dass in den nächsten Jahren wird alle Jahre ab wenigstens 10.000 Kirchen togen in der Städts. Und die haben sich auch gut verkickt, wenn die sind arreich, aber nicht, wenn die dort weniger sind. Und das ist nicht bloß in der Städts. Alle wegen in Amerika, Südamerika, haben ja gewollt, wie viel Kirchen togen. Die sterben uit. Warum sterben die Kirchen uit? Dass niemals du wehen, wenn die Welt zu viel Druck gibt. Wenn du Verfallung hast, dann warst du nicht Kirchen. Das haben wir in der History gesehen. Die sterben niemals uit, wenn die Regierung glatt nicht Kirchen kann. Die gehen niemals dort, wenn der Druck von Büten ist zu groß. Aber das rennt immer du wehen, wenn wir haben verjährten, für wen man es schwert ist und für wen man es schild ist. Immer. Immer stärken, sterben, stärken, du wehen. Wir haben 1000 verschiedene Wege, wo wir den Körper Christi vom Band verschneiden. Wir haben 1000 verschiedene Wege, wo wir uns vertrauen, andere Spackfall, wo wir uns nicht verjeben, wo wir uns beleidigt fühlen, wo wir nicht abstehen und mein Bruder, meine Schwester verantwortlich haben. Wir haben 1000 Wege, wo wir den Körper Christi vom Band vermerken und wir haben verjährten, für wen wir das schwert haben. Wenn wir nicht in Evereien Feind haben, dann können wir nicht einig sein. Das ist ein Ding, was wir in Kommen haben. Wir haben in Evereien Feind, ein Schwert ist von uns Feind und ein Schild ist von uns Bruder. Der zweite ist unsere Mission. Wir müssen Evereien eine Mission haben, das ist die Welt. Nee. Ich will hier nicht viel von sagen, von dem Punkt, wenn wir drei sind auf von uns, dann wollen wir mehr von dem vertellen. Aber wenn das nicht Evereien ist bei uns, dann können wir auch nicht einig sein. Wir müssen Evereien eine Mission haben. In Harchmiel, was ganz kurz ist. Unsere Mission ist nicht, wer den besten Gottesdienst kann haben von allen Türken hier in der Kolonie. Unsere Mission ist nicht, wer die beste Kirche kann bühen oder wer das Schönste singen kann. Unsere Mission ist nicht, wer der beste reden kann, dass die Kirche oder der beste singen kann oder der beste Platz anwiesen. Unsere Mission ist, die verlorene Welt zu bieten. Und wir sind uns einig, dass die verlorene Welt erregt mit all den verschiedenen Guten, die wir haben. Wir müssen nicht eine Mission haben, wir können nicht unterwach. Und das dritte Ding ist ein Ziel. Wir müssen nicht ein Ziel haben und das ist Jesus. Ans letzte Ziel, ans geratzte Ziel, ans Zentrum von alles, was wir tun, das muss unbedingt Jesus sein und du und wir uns einig sein. Du kannst von der Stadt kommen, wo du warst, du kannst von der Kirche sein, wo du warst, du kannst von dieser Gruppe sein. Wir sind uns einig, wir haben das selbe Ziel. Wir haben uns immer gesagt, dass wir brauchen nicht überein sein, und wo wir denken, wir brauchen nicht überein sein, wo wir uns kleiden. Wir brauchen nicht überein sein, wo wir unsere Gottesdienste haben. Wir brauchen nicht überein sein, wo wir uns Bord aufschneiden oder Hort haben. Wir brauchen gleich. Aber wir sollen uns in Jesus einig sein. Und hier ist eine Frage für dich. Wo hat Jesus sich angetroffen? Wir weiten gleich. Wir glauben mehr als einmal, dass eine Gruppe von Menschen, die sich einig ist, dass eine große Gruppe von Menschen, die alle überein angetroffen ist, und die Leute sich eine Kirche fair sein, wo die antragen sollen, wo von der Musik die hören sollen, wo von den Gottesdiensten die hören sollen. Aber wie weit gleich, was Jesus antragen wird? Wie weit gleich, was Jesus sich hochschneidet? Wir haben keine Idee, wo von den Gottesdiensten Jesus hört, hier auf dem Stage. Wir haben keine Idee, wo von der Musik Jesus hören wird. Aber wir weiten sehr genau, wo Jesus leben wird. Wir weiten sehr krank, wo von den Values der hat. Wir weiten sehr krank, wo die verjeben deid, wo die sein Leben handelt, wo die anderen Menschen halten deid. Das weit wie sehr gut. Und die Values, die Dinge, wo uns merken, Jesus lud. Mal einmal waren die Menschen sein, alle wehen, haben verschiedene Kleider unterhalten, verschiedene Musik, die tun Dinge verschieden, aber die haben ein Denken kommen, dass die Values, wo Jesus lehren, die Prinzipien, wo Jesus lehren, die wollen alle nur Jesus lud und kranken und von wo die kommen, von wo die Kirche sind oder wo die Kirche tun haben. Und dort nahmen wir Einigkeiten ans Lehrer auf immer warte. Johnny auf immer warte zu uns gesagt, dass die Klären merken nicht, was üt. Wir wollen mit Fleet so viel Klären einbringen, als was wir können, so verschieden sein, als was wir können, aber wir haben Jesus in unserem Zentrum. Gucken wir das vor, sag.
Epheser 4:13 sagt, but we all, das ist nicht ak oder du, but we all, wie, zu einer Einigkeit am Glauben in Erkenntnis und Gott seinen Sehen kommen. Wir wollen nicht in Erkenntnis kommen, wo wir wollen Dinge tun, wo wir wollen antreten, aber wir wollen bei einer Einigkeit kommen und Erkenntnis und Gott seinen Sehen. Dort wie vollständige Menschen nicht eine Tork oder nicht an unsere Weh von Dingen tun, aber an Jesus wollen, dann höre ich, was der Letzte sagt. So wie dass Christus bei uns eint in alles ist. Das ist unser letztes Ziel. Und lese den Kontext, lese die Farschen, du Pfarrer, du Hänger, den Kontext von alles, was wir tun, als wir haben ein Goal, wir haben ein Ziel in unserem Leben und wir wollen Jesus auf dieser Welt groß merken. Und wenn wir das können kommen haben, wenn wir das können in unserer Kirche tüß merken, dann weit wir, dass wir wollen uns einig sein. Nun, wo tun wir das? Wo tun wir das? Mir hat ganz kurz ein paar praktische Ideen geben wollen. Ich weiß, dass Einigkeit kommt nicht von sich selbst. Wir wissen, dass wenn wir nichts wollen tun, dann wollen wir bald alle tot sein. Und ich weiß, das ist ein Joke, aber wenn wir nichts tun, dann wollen wir nicht einig sein. Wir machen praktisch das merken. Wir machen nur anfangen mit zu holen. Und das erste Ding, was ich will sagen, was wir machen haben, unbedingt machen haben, ist, dass wir machen, dass er kann und das mehlig. Er kann und studiert tau, dass Einigkeit ist nicht bloß ein Ding, wo wir von reden. It's possible. Eine Welt, wo alle Menschen in alle Kirchen sich aneinig sind, kann Ecken du sein oder Brücken nicht so sein. Wir sind meist gleich immun geworden zu der Idee von dort. Wenn Janne Kirche tau jetzt, dass wir sind sich aneinig. Oh, das bloß ist dort. Janne Lehrerschaft, die kann ich vorig werden, wenn die sind sich aneinig. Das bloß ist dort. Eine große Schule, wo die Kinder all ihre Eltern, die Divorce oder ein sind, die wollen die Kinder, die wollen nicht mehr, die Idee ab, das macht es dort. Die haben kein Ziel, wo die Hand zielen sein, dass ein Tag, wo ich mich befreien und ich will für immer mit meinem Mann und meiner Frau sein. Die sind immun zu dort, das ist bloß dort. Und kriegst du es dort mit Einigkeit. Wenn wir das alle wie in unserer Welt sein, dann fangen wir an zu denken, aber so weit hat das keiner gemerkt. Aber wenn Jesus du verbeten dich, dass wir uns sein Verlangen dich und hart darüber passieren. Und wenn Jesus sein Leben handgibt, er verbrüht sein Körper, also das Körper kann einig werden, dann weit wird es mehlig, wenn die Mücken wacht, dass wir uns einig sein. Die Mücken wacht, dass wir uns so einig sein, dass die Führer, die Sehnen, der Herr Jesus, wir ihn verlangt dort von uns. Aber das Wort meint, dass du und ich das Glauben, dass wir das wollen, anfangen, anzunehmen, dass Einigkeit ist mehlig. Guck mal, das Vers, ich gleich diesen Vers jetzt einfach. Johannes sagt, er sagt, was das alle Ewa wie Sache, wie das meint, was die Geschichte vorbei ist, was alles vorbei ist, dann sage ich von allen Rosen, allen Volksstammen, allen Sprechen, allen Menschen, das wird alles, sei nicht für jeden. Von all diesen verschiedenen Rosen, Volksstammen und Menschen, sage ich, eine Herr, eine. So groß, dass ich nicht zu teilen will. Aber weißt du, woran? Wenn die sind für den Thron Gottes, die sind für das Geschlecht der Lohm. Du bist ein Equalizer, du bist noch nicht unterwegs. Du bist keine Hache, du bist keine Wäsche, du bist keine Beter. Du kannst keiner sein, dass ich weit beter als du oder du kannst beter als ich. Du bist wie Glück für diesen Thron. Ja? Und wie weit jetzt in unsere Zukunft? Aber Jesus merkt, sehr klar, wenn wir beten, dann sollen wir beten, dass sein Königreich soll raufkommen. Wir wachen nicht bloß, weil wir in der Kernkrieg sind. Wir wachen nicht bloß, weil wir im Himmel sind. Wir wollen Gott sein Kernkrieg raufbeten, aber ob man das auch, wo Gott sein Kernkrieg anfängt zu leben. Wir wollen Gott sein Kernkrieg auf dieser Welt anfangen mit dem Schaffen. Und das ist Einigkeit. Gott will haben, das Bild soll Wahrheit sein zu uns. Von allen Rassen, allen Völkern, von allen Menschen, kriegen wo wir denken, wir sind eine Herde. Er kann dort. Aber das Zweite ist, sei dort. Sei dort, wo deine Menschen, wenn wir anfangen, sei Leute zu sein, mit der dort Einigkeit ist ein Ding, was wir tun. Den Value, was wir da hängen haben, sind so vielleicht noch rot vor. Ich weiß nicht, Wort, aber wer wir dort lesen, wer wir kicken, wer wir unsere Kinder dort sein, wer wir unsere Menschen sein, dort, das ist, wer wir sind. Unsere Kinder und Großkinder sein, dort Einigkeit ist ein Ding, was wir wollen tun. Wenn wir dort nicht wollen sein, dann wollen wir gottmählich immun bleiben zu dort. Ich kann das erste Mal denken, wo ich mal sage, dass Jeff nicht gehört, wo du actually
7 verschiedene Menschen kennen hier so auf dem Worship-Team oder hier auf der Bühne, auf der Stage sind. Und die sind von 7 verschiedenen Ländern auf der Welt und die reden 7 verschiedene Sprachen. Und die sind von 7 verschiedenen Kirchen und im Reich von 7 verschiedenen Denominations. Und die sagen alle Topen, dass wir von den besten Tiden, wo ich geworshippt habe, oder Gott ungebet habe, er sagt uns mehlich. Und ich konnte noch niemals euch sein. Aber wenn wir da keinmal sein, dort mehlich ist, wenn wir keinmal sein, wie machen du von vertrauen, wie machen die Menschen das sein, und das schafft. Das sind dann, wer du bist, das sind dann, von wo du kommst, wir sind uns einig. Wer will du von reden? Aber wer will du verbeten? Du sagst vielleicht, wer will anfangen zu acten, wenn es steht beten. Wir wollen üben, wir wollen das tun, aber ihr Gebet ist kraftvoll. Wer will anfangen, nicht bis in die Türkei, wer will tust du verbeten, dass wir wollen einig sein. Und wir machen, wenn wir so einig sein, dass die Führer, die sehen in der Herr Jesus brücken, dort ein Wunder Gottes. Der brücken Kraft von den Herrn Jesus. Aber wir wollen sagen, Gott, dort beten ändert nicht bloß Gott sein Hort, beten ändert dein Hort. Und du wirst alle Tage für Einigkeit beten, stell dir mal vor, wo dein Hort wird abgelehnt worden, mit Gott sein Hort, und du wirst bald weiten, wo dieser Skun in wem verordentlich wurde ich holen. Du wirst bald weiten, wo dieser Skun aufbrach. Du wirst bald weiten, wo dieser Skun die Dinge in den Stichriem eine manche Breite ansetzen wird, wie sollen. Wenn du was dein Hort ändern, wer wird dir verbeten? Aber dann wer wird das tun? Wer wird anfangen zu üben? Wer wird anfangen mit Flied abzustehen und gehen in dort tun, wo du reich ist? Wer wird mit Flied abstehen und gehen die Dinge in den Stichriem, wo die zwischen uns Breite ansetzen sind? Nee. Viele Jahre in Trey, ich bin dankbar. Bitte, ich bin nicht dankbar für die Lehrerschaft, die wir haben an der Kirche, die Einigkeit, die wir essen. Ich freue mich. Mein Hort schält immer von Freude, wenn ich daran denke. Aber ich denke, dass viele Jahre in Trey, und ich will mit persönlich sein, ich kann nicht eine Freude gefragt, aber die wollen mir auch vergeben, wenn sie sind einig mit mir. Viele Jahre in Trey schafft ich mit einem von unseren Lehrerstaub wieder in Hiesabühren. Und wir jachten uns ihre Mühl. Nicht mit Humor für die Ohren, aber wir können nicht sehr gut vor dich, weil wir haben einen sehr verschiedenen Charakter. Und dann, wie wir junge Christen alle werden, wir wissen nicht sehr gut, warum wir uns da denken. Da ist besonders ärgerlich, weil wir beleidigen. Und ich werde all. Und dann war immer ein Tag, und mir ist das sehr schwer Konflikt in den Stich gerieben. Ich würde immer lieber durch den Raum zu gehen oder durch den Gerater wollen. Und das ist nicht reich. Dann sage ich zu diesem Guy, wir machen Vertrauen. Und den jetzt scheinen Konflikt gehabt, aber mir das nicht. Und dann habe ich irgendwie von langem Weg einen Tag messbar in der Nacht und habe vertraut. Und ich sehe dann, wo ich mich feuer, ich sehe von den Dingen, wo wir müssen anders schaffen. Und er sieht mich, wo ich muss anders, wo ich muss ändern. Und als ich vor dich hatte, dann hugen wir uns und wir rohren und wir beten taub. Und wir haben wieder geschafft. Ich weiß nicht, was wir, ich denke bloß drei, ich weiß nicht, was wir würden dann von der Tag, wenn wir nicht hatten angefangen, ich einmal all Dinge in den Stich zu nehmen. Nun, für sehr viel von uns ist das sehr leicht, bloß einmal in den Stich gehen sein, ich will nicht mit dem holen, ich will nicht mit dem dealen. Lutet du bloß, das wird auch schon, das wird gleich. Ich kann jetzt ab dem Bein, ein von den Jungs, der kommt zu mir und sagt, ich kann nicht verstehen, warum du dir das. Und wie wollen du von mir? Und ich freue mich so sehr, dass der in mir kommt und sagt, dass der gleicht nicht, was ich tue. Weil dann geht er mir zu holen. Dann kann ich nicht schwach sein, wo wir Einigkeit schaffen. Ein Schwert ist für uns Feind und ein Schild ist für uns Bruder. Das kann ich nicht verjeten. Du hast noch niemals, und ich will mir das schließen, aber du hast noch niemals eine Gruppe gesehen, wo du Sport spielen lässt oder eins eine Copa Mundial kriegst oder eins eine Trophy gekriegt hast. Und ab dem Engunde, den Mike Dunn und Freien, warum habe ich gewonnen? Die wollen bloß sagen, ich weiß nicht, warum ich gewonnen habe. Das bleibt bloß, du hast es sollt. Die sagen immer dasselbe, hörst du mal nur. Die sagen immer, wir haben lang getrained, wir haben lang geschafft, wir haben unsere Enemies studiert, wir haben gefocust und wir werden uns einig. Wie wir in einem Team. Dann werden wir. Und wo immer du eine Gruppe hast, wo das Schwert für seinen Feind hat und sie Schild für seinen Bruder, du hast eine starke Gruppe, wo du wirst gewinnen. Und das werden wir sein, das werden wir tun. Ich würde gleich mal ein Worship-Team abkämpfen. Und ich würde gleich noch die alle abstimmen von dir. Und ich will ihnen einen Favor freuen und den soll ich bloß dann annehmen, wann dort okay ist mit uns. Ich weiß, wir leben in der Welt von der Pandemie, oder nicht, Maya, nicht? Weil ich alle ihnen hängen nehmen, wenn ihnen Fan fallen, damit ich will das nicht merken, tun, wenn ihnen nicht okay sind mit wegen Krankheit. Aber halt ihnen hängen und wer wird taub beten, eier wie anfangen zu singen.
Und ich will haben die so sehr klar, mit die zwischen dir und Gott sein, dass die wird wiesen, wird die für diese nächste Woche stehen, um nicht bloß Einigkeit bewahren, aber Einigkeit schaffen. Wo immer du weiter, wo immer Gott die wiesen wird, wo du kannst ein Wort tun, dass du was gehen und gehorsam sein. Und dass Gott die Wort Numes geben, wo du kannst gehen und spazieren, mit eins, wem oder eins Wort abrieben. Oder wem kann ich vergeben, wem ich lange habe mitgeschlafen, ich kann ihn nicht loslassen. Wer wir beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir für wer du bist und was du das. Ich freue mich für diese Gelegenheit, was wir wahre haben, die zu horchen. Ich will sagen, Gott, du bist sehr persönlich zu mir, von dir und zu uns. Und wir wollen nicht zurück sein, was sich die Einigkeit nicht bloß Ferien umhaben, aber was die Einigkeit leben wird. Wir wollen nicht zurück sein, was weit und breit bekommen, dass wir nicht so groß wie uns tun, aber wenn wir du in unserem Herz ist, dass es so sehr, sehr krank in den Körper sitzt, dass es uns deutlich verlangen. Und ich bete, dass du das Verlangen bloß für deutlich und deutlich merken und kraftvoller merken. Ich bete, Jesus, dass du was zu mir von dir reden, dass du was zu uns reden. Jesus, ich frage dich, wirst du mir einen Namen geben, wirst du mir sein, wo ich kann hingehen in diese Woche oder in nächste Zeit, wo ich kann Frieden schaffen. Wirst du mir wiesen. Jesus, ich bete für Mut, ich bete für Kraft, dass du was mir das klar merken, dass ich nicht allein sein mit dir. Ich bete, dass du was mir das sehr klar merken, dass ich mit dir top wohnen und diese Dinge tun. Und ich freue mich nur für was du tun wirst, Jesus, und ich werde dir live tun. Und Jesus, ich danke dir für die Einigkeit und das Wunder, was du wirst in dieser Kirche tun und an so Horten. Wirst du uns helfen, damit in live zu regieren, sodass diese Dinge kann schaffen. Dass du uns bald weit und breit was in Segen geben, dass wir dein Königreich können abbühen. Ich bete Gott, dass du uns etwas klar merken, dass uns Schwert ist von Feind und uns Schild ist von Bruder. Amen.